Hallo und willkommen zurück zu Factorio. Ach, stimmt, ich war beim Sachen. Ja, sorry, ja. Ja, sag Hi. ruhig. Ich war beim Sachen abreißen, kommt mir gerade wieder. Genau, und ich Unsere ganze war. alte Holzkohleproduktion, Umwandlung hier, kohlenbetriebenen Furnaces. Sorry, du warst bei. Und wir waren, oder insgesamt, bei Wir brauchen Öl. Und außerdem, Ja. vielleicht noch so als Zwischending, wir brauchen Geschütztürme. Darum baue ich mal ein paar. Ach stimmt, wir hatten inzwischen Spaß, ne? Ja, wir hatten ein bisschen Spaß zumindest. Da war was. Komm. Geben wir denen noch ein bisschen Munition, damit sie was machen können. Die stelle ich dann da oben hin, wo. Das war I hier. Wenn ich mich nicht täusche. Hier müsste das ja gewesen sein. 1, 2, das könnte ungefähr passen. Ich hoffe, die Munition craftet recht schnell. Wie lange dauern die denn? Auch ein Ja. Provider-Chest? Strom nicht, Nee, nee, okay, nee. gut, wunderbar. Kann ich nämlich hier auch aufräumen. So. Macht ihr hier noch was? Nein, ihr macht nichts mehr, So, wunderbar. dann haben sie es schon mal ein bisschen Munition. Es ist nicht viel, aber so ein bisschen. Mit anderen Worten, wenn der nächste Angriff kommt, wissen wir zumindest, dass sie Haben sich ein bisschen wehren Zeit zu können. reagieren. Genau. Ja. Und ich meine, das wird ja jetzt hoffentlich nicht gleich der größte Angriff ever sein, sondern mehr so, kommen Hilf, wieder so hilf. fünf und dann, Ich bevor bin wir sie gespannt. umgehauen haben, beziehungsweise bevor sie was kaputt gehauen haben, passiert hier halt was. So, wie auch immer, wir wollen hier, hatte ich mir ja überlegt, da eine neue Ölabbau-Dingens zu machen und dafür wollte ich das hier umbauen. Mit anderen Worten, viel Umbau zur Arbeit. Wenn ich mich recht erinnere. Ist das doch nicht? Ach, das ist. Ah, ist das dann? Nein. Wait, what the? Wie mache ich das denn jetzt am Ah, sinnvollsten? ist das? Nein. Auf jeden Fall mal, indem ich mehr Schienen mir hole. Das ist der Hotkey, um das erste Item in der untersten Reihe auszuwählen? Moment, es gab einen Hotkey zwischen zum Umschalten der Ah, was oben und Leisten. was unten ist. Aha. Okay. Ha. Aber ich weiß gerade nicht, was er war. Dann, gut, dann muss ich das halt einfach umlegen. Das geht schon. Dann ist halt der obere mein Default-Dingens. So, was forschen wir denn? Was haben wir denn? Ha, was können wir denn? Ich würde sagen, nachdem wir jetzt angegriffen werden, machen wir mal Kugelschaden. Macht das. Du So, dat. hier haben wir doch mal hergestellt Schienen. Werden die immer noch hergestellt? Wenn da noch Stahl da ist. Offensichtlich nicht. Nee. Es fehlt an Stahl. Habe ich Stahl? Nö. Oh, hier ist viel Stahl. Hier ist ziemlich viel Stahl. Ja, das war ja so die anfängliche Stahlproduktion, ne? So, was hängt jetzt wo dran? Was kann ich abreißen, ohne dass alles keinen Strom mehr hat? Ups. Hätte ich fast die falsche Kiste abgerissen. Oh Gott, mein Inventar ist voll. Ach, mit Kohle. Wer braucht schon so viel Kohle? So, jetzt kriegen wir wieder ein paar Schienen. Wunderbar. So, dann können wir loslegen. Sind wahrscheinlich immer noch zu wenig, aber okay. Bist du denn? Du bist Eisen zu Eisensticks und du bist, ah, du bist der Gleishersteller, okay. Okay, hier waren ja die Ölfelder und wir. Oder ich dachte mir, wir habt ja auch gesagt, soll man machen.
dass wir hier erstmal die hernehmen, bevor wir außerhalb unseres Gebiets sind, weil da sind dann nur eh wieder Viecher. Von daher erstmal das hier nachbauen. Den Kreisverkehr, den haben wir dann nämlich schon mal. So. War es doch relevant. Na dann. Systemrelevant. Gut. Beziehungsweise nicht ganz gut. Jetzt gut. Da fehlt auch noch was. Hier. So, und jetzt ist die Frage, wie wir das Ganze verbinden. Oh, jetzt ist da oben etwa. Also einmal... Oh, unglaublich. Die Steinbergwerke sind erschöpft. Nein. Doch. Oh. Danke. So. Ja, meine Schienen sind auch wieder erschöpft, also. Es ist auch alles anstrengend hier. So. Endlich mal eine Anzahl an Kisten mit, Kisten, Dingen, mit denen man was anfangen kann. Warum steht's hier eigentlich? Der steht. Warum steht der? Weil das kann. Offensichtlich, aber warum? Tja. Der soll mal zumindest da reinfahren. Das hat zumindest schon mal geholfen. Sogar anscheinend viel geholfen. So, dann. Wie viele da Fug? Okay. Wie sieht das denn da aus? Okay. Ah, okay. Du stehst, um zu warten auf... Auf was? Auf Batterien? Ah, okay. Das kann nicht funktionieren. Das kann doch gar nicht funktionieren. Zeit vergangen oder 70 Sekunden. So. Ja, weil der hat einen Deadlock hervorgerufen. Die Sau. Der traut sich wieder Sachen. Von daher funktioniert das so nicht. Deadlocks funktionieren selten, das ist wohl wahr. So, jetzt kommen hier wieder mal ein paar Batterien an, das ist doch schön. Ja, mehr Eisenerz, bitte, danke. Gut. Zurück nach unten. Wir haben echt verplante Schienenkonstruktionen. Das kann doch gar nicht sein. Uns ist doch alles mal so durchorganisiert. Total. Alles so durchorganisiert. Bis ins Detail. Ja. Okay, wer sonst denn? So, das sind jetzt schnell, das passt. So, also, was wollte ich jetzt? Genau, hier wollte ich da rein und
hier. Wie komme ich da hin, ist noch die Frage. Und komme ich eigentlich darüber? Das sieht eigentlich gut aus. Komme ich auch hier runter? Weniger. Doch, komme ich. Alter Schalter. Eieieiei. Ist doch auch schön. Weil das kann man ja so lassen. So, und jetzt fürs Erste machen wir mal, dass wir das irgendwie von da. Wohohoho, der war knapp. Hätte ich jemand überfahren, fast. Ja, ich habe schon Nein gerufen, weil ich dachte, ich werde überfahren. Genau. Das soll dann mittel- bis langfristig nach unten gehen. So, noch so ein Klump. Das braucht man alles nicht mehr. Kohle. Fuck. Und das soll die Seite sein. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht weniger gut aus. Da. So, besser. Eine Kiste. Verdammt, das ist zu viel. So. So trifft's, ja. Dann. So dann. Wo haben wir denn hier noch Eisen? Das sind die ganzen richtigen Stahlproduktionen. So. Dann ist das jetzt hier die offizielle Strecke nach oben. Und wir können das hier abreißen langsam. Dementsprechend ist auch das hier nicht mehr gewünscht. Du bist unerwünscht. Was zum Henker ist das denn hier? Ölgnulf ist das, ah. Interessant, den kannte ich noch gar nicht. Der sieht so verplant aus. Der geht so strange weg und ja. Gut. Okay, das funktioniert schon mal, dass er da lang fährt. Kann ich da ist noch die Frage, ob er auch wieder wegfährt. Ja, sieht gut aus. Perfekt. Okay. Wo bin ich denn jetzt? Dann können wir hier eine Runde abreißen. Oh, und ich habe keine Spitzhacke mehr. Dim, dim, dim. Immer mal wieder. Nein, er hat tatsächlich Batterien. Bin ja begeistert. Das ist ja einfach bei dir. Ja, manchmal. So. Und hier müssen wir jetzt mal ein bisschen fällen. Beziehungsweise hier auch noch mal ein bisschen abreißen. Ein Fell, zwei Fell. Da drauf, du gehst da. Was machst du eigentlich gerade? Mehr Eisenerz anschaffen. Ja, das ist auch gut. Momentan noch total von Hand, also von Hand, mit Förderbändern, weil. Zu neu. Aber hey. Immerhin. Ah ja, richtig. Wir haben auch einen guten Kommentar gekriegt, was wir machen können
mit unseren Erdeisen, damit die sich besser aufteilen. Sobald ich das hier gebaut habe und ich hoffe, wenn ich dran denke, werde ich das mal umsetzen. Train Stops. Genau, so ein Zwischen-Train Stop. Mehr Train Stops braucht das Land. Oh Gott, mehr Stahl braucht das Land. Hast du gerade Stahl? Nein, aber in der Kiste müsste nur noch viel sein, wo du vorher was geholt hast, oder nicht? Ich dachte, die Kiste hast du abgebaut. Nee, habe ich nicht. Ist aber nicht so schlimm, weil ich sehe gerade, hier ist auch Eisen. Stahl. Ich stehe gerade sozusagen direkt an der Stahlquelle. Genau, und der ist ja noch wahnsinnig viel drin. Die konnte ich gar nicht abbauen, weil so viel man immer noch da nicht reingegangen wäre. Nee, hier, ich bin gerade da, wo Stahl hergestellt wird. Ach, der rechten. Ah, ich dachte die linke, die alte. Meinte hier die. Okay. Ach, scheiße, falsch rum. Okay. Danke. Und dann schnappe ich mir hier noch Eisen. Schnee, schnell schnappst du. Das ist auch alles schön. Ja, da ist genügend drin. Lalala, da fährt querfeld ein das Förderband. Lalala. Wer braucht schon Schienen? Züge sind overrated. Lalala. So. So. Trifft's. Also 0,5, 0,5, 0,6, 0,7. Fangen wir da mal an. Was macht unser Strom so? Weiß ich gar nicht. Akkumulatoren sind voll. Das ist gut. Dann wird das schon passen. Ja, da, damit ich das endlich mal mache, wurde uns doch gesagt, wir sollen mal auf 10 Minuten gehen. Und da sieht man jetzt hier in Gelb die Akkumulatoren. Glaube ich, gelb sind sie, ja. Ist das dann der Morgen, wenn sie sich aufladen? Und das sieht eigentlich gut aus. Also sonst wäre es eine sehr kurze Nacht. Sind die Nächte so kurz? Naja. Wahrscheinlich, oder? Weil der Spike ist ja für den Solarplanz, dass sie wieder was produzieren. Weird. Ja, das ist, dass wir laden die Akkumulatoren wieder auf. Ja, das heißt, sagen wir mal so, die Nacht ist an sich nicht so lang oder aber kurz, sondern die Zeit, also die Zeit, in der die Solarzellen nicht arbeiten, ist halt nicht die Hälfte des Tages, sondern sie arbeiten voll 12 Stunden und dann noch ein paar Stunden werden sie hochgepowert. Ja, aber das sind keine 12 Stunden zu 12 Stunden, das sind 20 Stunden zu 4 Stunden. Ja. Stimmt schon. Keine Ahnung. Ja, so geht's mir auch. Im Endeffekt, das Wichtige ist, wir haben offensichtlich auf den ersten Blick, den ich jetzt, ehrlich gesagt, nur getan habe, genügend Strom. Mit anderen Worten, das Radar, das ich schon ewig im Inventar mit rumschleppe, kann ich mal wieder aufstellen. Weil wir haben ja genügend Strom für. Achso, ja, stimmt. Habe ich ja gerade beschlossen. Ja, ja. So, wo haben wir denn noch Restbestände? Oben. So, eine Föderpumpe. Förderpumpe. Die Föderpumpe. Passt da noch hin? Föderpumpe. Föderpumpe. Ich glaube, mehr Ölfelder gibt's hier. Doch, da unten ist noch eins. Öl. Du suchst gerade nach Öl, wie ich nach Eisen. Das ist schön. Und das auch noch mal eins. Ja, sag mal. Bin ja richtig blind. Ja, im Prinzip die Ölfelder werden mit der Zeit leerer, aber ich glaube, es bleibt immer, dass ein bisschen was rauskommt. Das ist dann halt nicht 0,7, sondern mehr so 0,1. Aber ja, sagen wir mal so, nein. Abreißen ist halt auch nicht so das Wahre. So, und dann brauchen wir hier mal, den Tank brauchen wir nicht, da haben wir noch genügend, aber Rohre, um das Ganze mal irgendwo zu speichern. Und dann müssen wir uns überlegen, wie wir da jetzt rankommen. Also wir könnten theoretisch,
Hier irgendwie runterfahren, dann müssten wir aber dadurch, das gefällt mir nicht. Außer wir bauen hier. Das wäre das Einzige, was ich akzeptieren würde, wenn wir es hinkriegen. Weniger akzeptiere ich nicht. Hier eine Kurve einzubauen, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Also ich möchte halt keine Kreuzung drin haben, das ist alles. Hm. Sozusagen der Rest interessiert mich nicht. Ob das jetzt muss nicht unbedingt ein Kreisverkehr sein, aber es darf halt keine Kurve sein. Hm. Gut, schauen. Wie würde ich denn... Nee, so eher nicht. Das wäre okay. Dann bauen wir das mal nach. So. Nachmacher. Ha, okay. Irgendwo muss ich anscheinend einen halben unterirdisches Förderband vergessen haben. Ich habe jetzt eins übrig. Na komm, geh weg. Wo hab ich denn? Irgendwo hatte ich doch noch einen Splitter. So. Stimmt, schnell, perfekt. Dann passt das auch wieder. Dann können die hier wieder fahren. Wir haben hier so eine Abkürzung, die auch funktioniert. Ich brauch gar nicht mehr. Und die Abkürzung, op, kann man nutzen, um hier runter zu kommen. Ha! Ha? Die Schmelzen arbeiten alle. Sehr gut. Und dann können wir hier den Ladebahnhof einbauen für... Das Eisen muss fließen. Mhm. Ja. Ja, es hat so viel Eisen, das ist toll. Ja. Geht das sich überhaupt aus? Ja, wobei wir können den Bahnhof hier so einbauen. Auch ganz lustig. Wobei, dann brauchen wir den ganzen Schmarrn da oben nicht. Können wir einfach hier so parallel Tiere rausfahren. So. Ja, das so gefällt mir das besser. So, wo bist du denn? Was treibst du? Ich? Mhm. Ich versuche gerade... Bist du im Osten? ...das Öl ja. zu fließen zu machen. Aha, das Öl muss fließen. Das Öl muss fließen, ja. Mhm. Genau so, hier kommt dann der Bahnhof hin. Das gefällt mir besser. Das hätte ich mir auch von vornherein so machen sollen. Hätte ich mir diesen komischen Ding gespart. Wobei, das ist ganz okay, dann kann man hier nochmal umdrehen. What the f... Hm? Wo kommt das denn her? Das ist unsere Wissenschaftsbank. Oh, Gegner! 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 Yep. Wo laufen die denn hin? Ja, wo laufen sie denn? Ah, so eine Kupfersache. Okay. Ich habe eine Pistole. Ich habe so eine Pistole. Ist okay. Und da speichert er. Da habe ich ein Repair-Kit. Ja. Das war knapp. Okay. Dann baue ich mal hier noch einen Geschützturm hin. Mhm. Was? Noch mehr.
War das jetzt nochmal das gleiche oder war das jetzt? Ich glaube, das ist jetzt irgendwie, dass Sachen benötigt werden zum Bauen. Okay, weil es auch so dieser Alarmsound war. Naja. Ich finde das doof, dass bei mir diese Verschmutzung nicht angezeigt wird. Du kannst das anscheinend mit, wurde auch kommentiert, mit wo? Alt. Was? Alt drücken. Alt. Ah, geil! Sehr gut, jetzt sehe ich es auch, ja. Warum wird das denn bescheuert? Okay. So, ich wollte. Komm, das berührt doch das Nest nicht mal wirklich. Das ist doch, also. Wo bauen wir das denn hin? Die sollen sich mal nicht so anstellen, die scheiß Viecher, echt. Ich glaube, das Problem ist, dass sie sich nicht anstellen wollen. ja. Wir brauchen mal eine Munitionsfabrik. Mhm. Ha, ich habe hier gerade zufällig eine Montagemaschine. Dann wird das mal jetzt schnell eine Munitionsfabrik. Eine Kiste rein, eine Kiste raus. Das sind dann die normalen oder die Piercing? Ich bin für Piercing. Echt? Brauchen wir die schon? Das ist nicht Overkill. Ja, es gibt... Nö. Okay. Na, die machen deutlich mehr Schaden. Echt? Ja, 5 okay. plus 2 oder 2 plus 0,8. Okay. Und ich meine, das Problem ist ja im Moment irgendwie eher Eisen als... Na dann. Nicht mehr, wir haben jetzt so viel Eisen. Ja, okay. Behaupte ich. Also noch staut sich es nicht zurück, aber wir haben jetzt so viel Eisen. Hm. Gut so. Ist ja noch was. So, ich wollte zwei Türme aufstellen hier oben. In der Hoffnung, dass wenn die hier das nächste Mal lang rennen, ich hoffe, sie rennen hier lang, sie hier aufgehalten werden. Wir könnten natürlich das Ganze auch nochmal mit ein paar Mauern verstärken. Ja, genau. Ich schaue gerade, wir hatten noch irgendwo hier mal welche. Wo war denn? Ach, das war da oben noch, ne? Ja, vorbeigelaufen. Verkabelung. Das geht nach da und das geht da. Das heißt, das ist doch eigentlich überflüssig? Ja. Ha. Sehr gut. Oh, das war ein bisschen viel. Gerade Steuerung gedrückt beim Klicken. Ja. Daraufhin hatte ich alles im Inventar. Wollte ich dann vielleicht doch nicht. So. Hm. Wir haben die restlichen Pumping Jacks. Mittlerweile weiß ich auch, in welche Richtung das Ganze soll, nämlich nach unten. Man lernt dazu? Nö. Nur ich habe jetzt halt mir überlegt, wo das hin soll. Von daher das wenig mit Dazulernen zu tun, als mit Überlegung. Du bist doch eigentlich Overkill. Genau. So, jetzt schließen wir das Ganze noch zusammen. Das ist viel zu wenig Rohre. Passt. So. Motoren. Da, Mauern. Viele Mauern, Halleluja. Okay. The fuck? Oh, geil! Hm? Ich habe Petroleum Gas in Rail Tanker. Also ich könnte den Tank irgendwo hinsetzen, wo wir das Petroleum rauspumpen könnten. Das klingt doch gut. Ich dachte, das wäre dann einfach weg. Hatte ich auch erwartet. Wie das klingt. Dann setz den doch mal da oben. Bei dir? Nee, nicht bei mir, da oben, wo die Batterien hergestellt werden. Batterien. Wo denn das? Ist das das hier? Nee, ganz oben, über dem See. Ach, da links. Ach du gute, okay.
Hier sind Türme, dann baue ich jetzt erstmal hier Mauern. Eins nach dem anderen. So, Öl fließt. Fein. Es fließt zwar noch nirgends hin, aber es fließt zumindest. Ich habe meine Mauer nach Mexiko gebaut. Sehr gut. Und die Aliens werden dafür zahlen. Oder genau. So schaut's aus. So der Plan. Warte mal, jetzt sehe ich auch das Nest. Irgendwie habe ich dieses Nest vorher komplett nicht gesehen. Glaube ich. Ja, wie auch immer. In dieser Folge machen wir, glaube ich, damit nichts mehr. Wir sind nämlich am Ende. Ha. Von daher. Überall Mauern. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Servus. Mehr Mauern.